herzlich willkommen zurück bei Lernen in der Zukunft, dem Expertentalk, wo es darum geht, ein gelingendes Leben hinzukriegen, irgendwann vielleicht. Aber dafür habe ich mir heute den Experten Dr. Matthias Riedl geholt. An meine Seite, lieber Herr Dr. Grüß Gott, in Ihre Richtung nach Hamburg. Grüß Gott und moin, moin aus Hamburg. Wir haben im ersten Teil darüber gesprochen, was wir denn unseren Kindern und Kleinstkindern wirklich Gutes mitgeben können und wie die ersten 1000 Tage tatsächlich über praktisch das restliche Leben mitentscheiden, über die Gesundheit des Kindes, über die geistige, kognitive Entwicklung, aber natürlich auch über die körperliche Entwicklung. Und da kann man ganz viel falsch oder auch richtig machen. Da verweise ich gerne auf den ersten Part. Dann haben Sie aber dieses Grundkonzept der artgerechten Ernährung. Sie sagen, das, was wir anstellen, das ist einfach nicht artgerecht, in großen Teilen. Was ist für Sie das Konzept, dass Sie sich da hinstellen mit stolz geschwellter Brust und sagen, ich weiß, was die richtige Ernährung für die Menschheit ist? Das sagen ja alle irgendwie. Vom Veganer bis zum Carnivore. Der eine sagt, es sei ganz schlimm, ganz viel, also diese, gerade die Hülsenfrüchte, ganz schlimm, Lektine und diese Antinährstoffe und das macht uns ja alles, das macht unseren Darm kaputt und weiß ich was alles. Und die anderen sagen, genau das Gegenteil, Fleisch zerstört dich. Also und Sie sind irgendwo dazwischen. Was ist Ihr Hintergrund, dass Sie behaupten, das sei die richtige und artgerechte Ernährung? Ich sage also wir sind ja, so, natürlich. Ja. Ja, genau, richtig. Sie säßen also nicht da, wenn ich nicht Ihrem zustimmen würde, was Sie ja eh vertreten. Also wenn wir einmal schauen, wir sind ja diätgebeutelt, Jahrzehnte Diäten. Ja, das ist, glaube ich, vom Tisch, da muss man nicht drüber reden. Dieser Versuch sozusagen, die Menschenernährung klarer zu sehen, ist gescheitert. Dann haben wir so 10, 20 Jahre hinter uns Vergleich Low Carb, Low Fat. Und diese Studien sind allesamt immer wie Kopf an Kopf Rennen ausgegangen. Low Fat hatte Vorteile, lag aber immer mal ganz knapp hinter Low Carb, aber nicht signifikant. Das heißt, diese Studien brauchen wir nicht mehr zu machen. Man hat aber in einer Studie, in der Diet Fits, hat der Studienleiter einmal geguckt, da hat er wieder Low Carb und Low Fat verglichen und da gab es wieder keinen Unterschied. So, und dann hat er gesagt, jetzt mal gucken, aber einige haben ja richtig abgenommen dabei. Ne? Und dann hat er sich die speziell angeguckt, die richtig 10, 20 Kilo abgenommen haben. Und dann hat er festgestellt, der Unterschied war nicht Low Carb oder Low Fat, der Unterschied war, die haben mehr Gemüse und weniger raffinierte Kohlenhydrate gegessen. Und das war der Unterschied. Ja? Also der Schauplatz, dieser Kampfplatz zwischen den, was ist der richtige artgerechte Ernährung des Menschen, ist ganz woanders. Die verläuft nicht bei den Diäten, die verläuft auch nicht bei Low Carb, Low Fat und auch nicht bei High Protein und Low Protein. Die verläuft einfach bei der Plant-Based Ernährung, ja, bei der Plant-Based Diet. Wir müssen uns also pflanzengerecht, von Pflanzen, genau. Wir müssen uns pflanzengerecht ernähren und ich will zwei wichtige Belege dafür anführen. Einfach die Tatsache, dass vor 2 Millionen Jahren die Menschen reine Vegetarier waren. Es kam dann tierische Beikost dazu, aber wohlgemerkt Beikost. Ja. Das, was auf deutschen Tellern jetzt passiert, das ist ja gar keine Beikost mehr tierisch, sondern das ist eine tierische Hauptkost. Ich erinnere an das Tausend. Die hätten Mästen dazu gesagt. Ja, ja, so richtig. Es ist eine Fleischmast. Ich saß einmal in einem Hamburger Restaurant, an dem mir saß einer der hat ein 1000-Gramm-Steak gegessen. Das reicht für eine vierköpfige asiatische Familie, die sind ja meist recht klein, für den gesamten Tag. Das ist dramatisch. Ja. Und also die Entwicklungsgeschichte... Das ist schon ein Hammer. Ja, das ist... Also ich würde da 3 Tage nicht mehr schlafen können. Ja, ich würde es gar nicht schaffen. Das schafft man nicht. Das ist halt so ein Teil. Ne? Es ist eben so, dass mit der Zeit dann diese tierische Beikost dazukam. Und das ist unser Stoffwechsel. Und wenn wir mal schauen bei den Naturvölkern, die sich heute noch wirklich ursprünglich ernähren, dann sehen wir bei denen auch eine pflanzenbasierte Ernährung mit leichter tierischer Beikost, einer großen Menge an Gemüse und auch an vielen Ballaststoffen. Und wenn ich jetzt einmal weiter in der Natur gucke und ich schaue, was andere Primaten essen, und das sind bei anderen Tieren das Gleiche. Für Primaten beispielsweise liegt der Proteinanteil bei ungefähr 18% am Tag. Und das ist jeden Tag gleich in der natürlichen Umgebung. Das funktioniert bei allen Tieren. Die haben alle ihren sogenannten Eiweißhunger und der wird gefüllt. Und es gibt einen Kohlenhydrat- und einen Fetthunger. Und die Verhältnisse sind eigentlich jeden Tag identisch, von der Spinne bis zum Primaten. Und das soll jetzt bei uns Primaten, Mensch, anders sein? Das glaube ich nicht.
Und dazu kommt nochmal, wenn wir schauen, dass dort, wo die Menschen in den sogenannten Blue Zones besonders alt werden, dass sie sich aber ganz genauso ernähren mit diesen Verhältnissen und einen hohen Pflanzen- und Gemüseanteil haben, wie beispielsweise auf Sardinien oder in einzelnen Teilen Nicaraguas oder Okinawa, den Blue Zones, dann wird für mich das Bild komplett. Und jetzt kann man sagen, okay, wir haben viele Studienhinweise, die in die gleiche Richtung gehen. Jetzt kann man aber sagen, jetzt machen wir mal die Studie mit 1 Million Menschen über 10 Jahre. Die ernähren sich pflanzenbasiert, so wie du das sagst, mit artgerechter Ernährung. Und dann will ich sehen, ob die länger leben. Ja, wir haben einige solcher Studien, wie zum Beispiel die PREDIMED-Studie, wo man schwerkranke Menschen mit Diabetes und Arterienverkalkung untersucht hat und hat denen Olivenöl zum Essen gegeben, richtig viel und Nüsse und hat festgestellt, die haben abgenommen, weniger Krebs und weniger Infarkte. Also wir haben eine Vielzahl von Studien, die das untermauern. Und jetzt kann man sagen, reicht mir nicht. Oder man kann sagen, okay, die Beweislage ist so erdrückend, dass ich mich pflanzenbasiert ernähre mit tierischer Beikost oder ich lasse es sein. Aber ich mache es und ich kann es auch nur jedem zu raten, weil wir haben nur ein Leben. Da noch auf Studien zu warten, ich finde, das ist nicht mehr angebracht. Ja, und dann natürlich auch die Frage, weil die Verdaulichkeit der diversen Geschichten, da sind halt auch die richtigen Kochtechniken vielleicht manchmal sinnvoll, die richtigen Techniken des Verarbeitens. Also das kann ja von Salzen bis zu Fermentieren bis zu Dünsten. Also das ist ja wieder die Rohkostgeschichte, da sind wir ja wieder bei allen den Antinährstoffen, wo tatsächlich dann auch Magen-Darm-Probleme auftreten können, wenn man so viel davon isst. Weil die Kalorien musst du ja irgendwo herkriegen. Weil das macht ja, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich verzichte tatsächlich auf die raffinierten Kohlenhydrate, dann lasse ich wahrscheinlich viel von den, also auch diese ganzen Getreidegeschichten weg oder zumindest fahre komplett runter damit. Ess keine Nudeln mehr, ess vielleicht auch keinen weißen Reis mehr, dann muss ich viel mehr Gemüse essen und das ist einfach dann für die Verdauung eine Herausforderung. Das ist für die Verdauung eine Herausforderung. Es ist so, dass wenn man von, ich sag mal, dem durchschnittlichen Ballaststoffkonsum von 20 Gramm am Tag, 30 ist das Minimum, auf 40 kommen will, was Naturvölker locker erfüllen, und man macht das von einem Tag auf den anderen, dann kann natürlich der Darm Verdauungsprobleme bekommen. Und damit sind wir da tatsächlich auch beim Ziel Darm. Wir haben eine Darmflora, die braucht diese Ballaststoffmenge und eine gesunde Darmflora ist einfach davon abhängig, dass ich das mache. Ich brauche aber ein bisschen, damit sich die Darmflora umstellt und deshalb sollte man das dann langsam machen, aber langfristig zahlt sich ein hoher Ballaststoff-Gemüsekonsum immer aus, weil wir wissen, die Darmflora ist artenreicher und gesünder und die Darmflora hängt, das wissen wir ja heute mittlerweile, das ist ein Zukunftsforschungsfeld Nummer 1, hängt sehr stark mit der Ausbildung der Darmflora zusammen und wir wissen, dass bestimmte Zivilisationskrankheiten zu einer starken Verschlechterung der Darmflora führen und ob das schon die Ursache oder die Auswirkung ist, das untersucht man derzeit. Wir wissen aber, dass viele Erkrankungen eben von einer verbesserten Darmflora profitieren. Das ist Diabetes, das ist Depression, das ist Multiple Sklerose. Also auch da wird die Beweislage immer erdrückender. Deshalb kann ich nur jedem raten, einfach jetzt überschwenken zu plant-based, also zu pflanzenbasierter Ernährung. Und das war eigentlich auch der Grund, weshalb ich zu Johann gesagt habe, Johann, du möchtest ehrliche Kost machen, die Leute auch gerne essen. Also du möchtest ja weg von dieser Sternenküche, wo man mit Pinzetten und Petrischalen und abgesägten Reagenzgläsern irgendwelche karibischen Krabbeneier zusammen mit Blattgold verbindet und hat dann so kleine Molekularmenüs. Ja, das ist irre teuer, die schmeißen irre viel weg. Dazu hatte er keine Lust mehr. Er sagte auch, wir hatten uns unterhalten, wir wollen... Er will ehrliche Kost machen für die Leute, die auch mögen. Da habe ich gesagt, dann lass uns zusammentun. Wir machen sie gesünder, du machst sie leckerer und daraus machen wir Medical Cuisine. Das ist nämlich ein Weg, sozusagen das an Lieblingsgerichten, was wir kennen, Stück für Stück in Richtung gesünder zu machen und noch das Siegel von Johann Lafer dazu, garantiert lecker. Und so kann man es auch schaffen, wenn man so ein hartnäckiger Verfechter ist von einfach seinen Lieblingsgerichten, die Lieblingsgerichte transformieren in eine gesündere Variante und so geht man gegen Zivilisationskrankheiten an. Also ganz nebenbei, ohne etwas von seinen liebgewonnenen Ernährungsgewohnheiten aufgeben zu müssen. Und der Erfolg zeigt uns, dass das der richtige Weg ist. Also es kommt nicht darauf an, dass man jetzt, sag ich mal, vom Otto-Normalesser
sofort ins vegane Lager wechselt. Das hat macht ja das keiner. Buch davor war ja mit den Liebscher Bracht, mit den beiden Liebscher Bracht Leuten und die sind Verfechter des Veganen und da hat er ein veganes Kochbuch mal rausgegeben. Aber so wie ich ihn jetzt erlebt habe, ist er ja wieder ein bisschen am Weg zurück. Man darf ruhig ein bisschen Fleisch mit einarbeiten. Aber er sagt mittlerweile, sagt er, es ist so wirklich ganz, ganz wenig Fleisch, aber das halt dann wirklich höchste Qualität und das darf dann auch sauteuer sein, weil dann isst man auch wenig davon. Richtig, das kann man durchaus machen, weil so bevor jemand auf dem Weg zum Veganer scheitert, es ist mir lieber, er mischt und wir haben das neulich in einer Talkshow gemacht, da hat er eine Bulette, ist ja auch so Standardnahrungsmittel in Imbissen, aber eine Bulette, also rein vegan und eine mit leichtem Fleischanteil da drin zum Probieren gegeben und die Talkshow-Teilnehmer konnten das gar nicht unterscheiden. Also, ja, die aber Herausforderung muss ich ja wirklich sagen, diese ganzen veganen Produkte sind ja zum Teil wirklich, da wird, also das ist ja Chemielabor, wenn man sich die Zutatenliste, also diese wirklichen Ersatzprodukte, wenn du anschaust, was ist in diesen Beyond Meat und so drinnen, wenn dann irgendwelche Erbsenprotein mit 3000 anderen, also alles gut, wer das essen möchte, darf das machen. Nur wenn wir den Anspruch haben, ich möchte eine Art von healthy vegan haben, ja, dann ist das nicht das, glaube ich. Ja. Außerdem ist teuer. Herr Gehmeier, da gebe ich Ihnen recht, so ein Beyond Meat ist so teuer wie Demeter Biofleisch. Und enthält halt 12 Bestandteile, aber wirklich nur diese chemischen Bestandteile, nämlich das reine Protein der Erbse, sonst nichts von der Erbse. Und diese hydrolysierten Proteine sind einfach denaturiert. Es ist nur Protein und eine Erbse enthält aber Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und eine Vielzahl von Mineralien und Spurenelementen. Und davon ist das ja alles befreit. Dann haben wir sehr viel Salz und dann wird da noch rote Beete-Farbstoff reingemacht. Das sind wirklich nur 12 Bestandteile und es ist damit alles andere als gesund. Man kann Buletten oder auch solche Burger aber auch machen, wirklich aus Bohnen, aus Zwiebeln und Pilzen. Haben Sie uns ein Rezept, das wir dann eventuell zur Verfügung stellen könnten? Ja, also ich kann das Rezept aus Medical Cuisine, das Johann Lafer und wir mit unserem Team zusammen entwickelt haben, gern zur Verfügung stellen. Sehr, sehr gerne. Ein super Tipp, weil letztlich das ist die Alternative und es ist ein Bruchteil davon so teuer. Und dazu kommt noch, dass die Nahrungsmittelindustrie natürlich jeden Trend sofort okkupiert. Aber dann laufen halt aus diesen Chemiereaktoren diese Substanzen zusammen durch Rohre und durch Kessel und wir finden leider auch immer wieder Mineralölrückstände in solchen Kunstprodukten. Für mich ist das und allen voran da Beyond Meat tatsächlich Astronautenkost. Kann man essen, aber ich würde davon abraten, lieber selber machen. Und das ist zwar vegan, ja, aber es ist rein artifiziell. Und das, was da drin vegan ist, ist halt der rote Beete-Farbstoff. Das ist halt das Erbsenprotein. Aber Natur und Pflanzen und Gemüse ist eine Bandbreite, die ist so gigantisch. Und da kommt man hinter einer Bohne oder einer Erbse oder einer Zwiebel nicht hinterher. Antientzündlich wirkt das in jedem Fall nicht. Und das da müsste man wieder Algenöl drüber schütten oder so. Da müsste man wenigstens Algenöl drüber schütten, aber das ist ja auch nochmal das Problem. Die meisten Hersteller nehmen sich günstigeres Öl. Und bitte nicht mit Algenöl braten. Also nicht, dass jetzt auf blöde Ideen kommen. Das Algenöl nicht erhitzen. Nee, da wird es denaturiert. Aber auch die Hersteller von diesen Burgern nehmen ja häufig Palmfett. Das ist ökologisch und gesundheitlich eben bedenklich. Oder im besten Fall. Oder Sonnenblumenöl, das geht noch. Sonnenblumenöl wäre ja wieder verheerend wegen der Omega-6, oder? Richtig, genau. Aber das kommt eben in diesen Kunstburgern leider vor. Ja. Also ich bin eher ich sage eher, geht's weg vom Sonnenblumenöl und holt euch lieber Kokosöl, weil allein schon wegen der MCT-Fette, die ja ziemlich gut auch fürs Gehirn und so, also für die Ketone. Also Sie haben auch in Ihrem Buch was zu MCT-Ölen, haben Sie da? Das sind diese Öle, die mehr oder weniger. Also ich sage, du fühlst dich nach MCT-Öl, als hättest du einen riesen Schuss an Zucker, also die Energie von wirklich Energie wie Zucker, aber ohne die Nachteile. Ja, wir setzen das auch gezielt ein. Also grundsätzlich kann man das verwenden, aber wir machen es meistens im Rahmen der Ernährungstherapie bei besonderen Erkrankungen. Ah, okay, aber ich nehme das auch so. Also einfach, weil wenn ich weiß, ich habe was, keine Ahnung, wo ich mich sehr konzentrieren soll, dann nehme ich das ganz gern, schlicht, weil ich weiß, da bin ich so richtig komplett aufgeladen. Ja?
Ja, es kommt aber immer dann nachher natürlich auf die Gesamtheit der Fettaufnahme an und ja, klar. Klar, das ist also der Rest passt dann, aber ja. Ich sage nur, ja. Also so zum Beispiel, wenn du einen Salat oder was machst, dann kannst du ja einen Schuss Olivenöl und einen Schuss MCT-Öl mischen oder was, ja? Kann man machen, ja, genau. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich möchte, also es kommt ja darauf an, wann wir essen, wie viel wir essen, was wir dazwischen essen. Es gibt ja auch diese Intervallgeschichten. Wenn Sie jetzt so einen idealen Tag sagen würden noch, also im Finale, wenn wir sagen, okay, ich möchte jetzt tatsächlich mein Leben umstellen, was wäre so der ideale Tag? Oder Sie könnten auch Ihren beschreiben, wenn Sie sich selbst als ideal wahrnehmen wollen, wie Ihr Tag ausschaut, wenn Sie sich ideal, sagen wir so, wie Ihr Tag ausschaut, wenn Sie sich einmal ideal ernähren. Also und Verhalten, also es kann auch Bewegung mit dabei sein. Was wäre so der ideale Tag artgerecht? Also klar, artgerechte Ernährung ist das eine und artgerechtes Leben ist das andere, aber das gehört letztlich beides zusammen. Das gehört ja genau. Das ist nämlich der richtige, das ist dann die Klammer um alles drumherum. Ja. Und das zusammen hält uns fit. Für mich artgerechte Ernährung wäre als Beispiel. Du musst ja sozial kompatibel bleiben. Natürlich, klar. Also für mich startet der Tag meistens entweder mit einem Joghurt mit Haferflocken, Weizenkeimen und zuckerarmen Früchten, doch Mandeln geraspelt oder auch Sojaflocken manchmal also mit dabei. Also Sie frühstücken schon einmal. Also weil viele sagen, ich frühstücke ja. So wie dann die Anne Fleck von wegen Spätstück, also erst um 12 essen, ja, so zum ersten Mal. Ja. Also ich nehme, wenn ich spät frühstücke, nehme ich ab und dann würde ich ins Untergewicht kommen und deshalb frühstücke ich zwar später, meistens um 10, aber mache eben noch Intervallfasten von der Nacht her, aber ich brauche 3 Mahlzeiten, sonst nehme ich einfach ab. Mittagessen auch pflanzenbasiert bei mir und zum Abendessen ist es häufig schönes Vollkorn-Dinkelbrot, das esse ich gern, auch mit Käse und auch wieder Gemüse. Ich habe eigentlich immer bei jeder Mahlzeit Pflanzen dabei. Snacken versuche ich vollkommen zu vermeiden, weil das halt nicht im Sinne des Intervallfastens gesund ist. Mittags versuche ich einmal wieder meine Batterien aufzuladen, indem ich 10 Minuten meditiere. Das kann ich nur jedem zum Stressabbau empfehlen. Und der ideale Tag beinhaltet für mich auch immer halbe bis Stunde Sport, entweder schwimmig, Tennis spielen im Sommer oder auch Surfen, Joggen oder auch Kraftausdauertraining. Also das ist so meine Bandbreite und ich versuche das täglich unterzubringen, aber dass das bei meiner 70-Stunden-Woche, die gegen das artgerechte Leben verstößt oder nur zum Teil verstößt, weil ich arbeite gerne, das ist nicht immer möglich, aber 5-mal die Woche versuche ich es schon. Und ja, Surfen natürlich ist jetzt so aus dem Büroalltag raus recht schwierig meistens. Also schwierig, genau. Das mache ich im Urlaub oder mal am Wochenende in Dänemark. Und natürlich 7 bis 8 Stunden Schlaf, das versuche ich auch einzuhalten. Das ist total wichtig. Alkohol, klar, muss ich jetzt nicht erwähnen. An Getränkeauswahl, also da gehe ich davon aus, das wird jetzt auch nicht von früh bis spät nur irgendwelche Fruchtsäfte oder Softdrinks sein. Fruchtsäfte oder Gemüsesäfte, die mache ich selber und Fruchtsäfte nur wenig, weil das sollte halt nicht fruchtsaftlastig wegen des Zuckers, des Fruchtzuckers sein, eher Gemüsesäfte. Das, was ein bisschen nicht so schön mehr aussieht, das verarbeite ich zu Fruchtsäften. Und sonst trinke ich Tee, grüner Tee oder auch mal ein Espresso oder einfach Wasser.